Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video möchte ich mit dir endlich diese linearen Faktoren bilden. Das Beispiel, mit dem wir uns in diesem Video auseinandersetzen wollen, ist folgende. Gesucht ist eine quadratische Gleichung mit den Lösungen minus 4 und 2. Wir wollen diese quadratische Gleichung eben so darstellen, wie wir es schon im letzten Video kurz angeschnitten haben. Also als 0 ist gleich und dann Produkt von zwei Linearfaktoren. Das heißt, es bleibt uns nur noch übrig zu überlegen, was wir jetzt genau in diese Linear, also in diese Klammern reinschreiben wollen. Hast du da eine Idee? Ja, vielleicht bist du auch gleich auf die richtige Lösung drauf gekommen. Lass mich aber zuerst mal die falsche ausprobieren, weil aus der lernt man am meisten. Ich habe es also einfach ausprobiert, hier 2 und 4 reinzuschreiben. Was kommt dann raus? Also, nach dem Produkt-Null-Satz, das wir auch im letzten Video besprochen haben, ist ja dieses Produkt nur dann 0, wenn zumindest eines der Faktoren 0 ist. Das heißt, es muss entweder x minus 2 0 sein oder x minus 4 0 sein. Wenn x minus 2 0 ist, oder 0 sein soll, dann ist natürlich x 2, haben wir die erste Lösung. Und wenn x minus 4 0 sein soll, dann muss x natürlich 4 sein, haben wir die zweite Lösung und damit auch die Lösungsmenge. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich haben wollten. Wir wollten ja eigentlich 2 und minus 4 und nicht 2 und plus 4. Das scheint aber schon ganz gut zu sein, denn wir haben ja zumindest eine Lösung, die wir haben wollen. Was müssen wir da ändern, damit wir statt plus 4 als Lösung minus 4 als Lösung herausbekommen? Wie wäre es, wenn wir hier statt x minus 4 x plus 4 hätten? Ja, und jetzt bist du gefragt. Bitte versuche anhand des Produkt-Null-Satzes die beiden Fälle aufzuschreiben und dann eben die Lösungsmenge zu bestimmen. Hast du's? Ja, das eine ist eigentlich gleich wie zuvor. Also, damit das 0 ist, muss entweder x minus 2 oder x plus 4 0 sein. Damit x minus 2 0 ist, muss natürlich x 2 sein, erste Lösung. Damit aber x plus 4 0 ist, muss x, genau, minus 4 sein. Damit haben wir die gewünschte Lösungsmenge. Zusammenfassend können wir auch sagen, wenn wir eine quadratische Gleichung mit bestimmten Lösungen haben wollen, dann können wir sie ganz einfach erstellen, indem wir auf die eine Seite 0 und auf die andere Seite zuerst x minus erste Lösung mal x minus zweite Lösung hinschreiben. Achtung, wenn wir eine negative Lösung haben wollen, haben wir hier x minus minus 4 und das macht bekanntlich plus 4. Also wenn wir eine negative Lösung haben wollen, haben wir hier in der betreffenden Klammer ein Plus und wenn wir eine positive Lösung haben wollen, haben wir hier in dieser Klammer ein Minus. Ja, der Ordnung halber würde ich mal sagen, multiplizieren wir diese Klammern auch gleich aus. Achtung, wir müssen eben aufpassen, dass hier eigentlich ein Plus steht. Aber wenn wir das beachten, ist das nicht so schwierig. Wir haben x mal x ist x Quadrat, x mal plus 4 ist plus 4 mal x. Minus 2 mal x ist minus 2x und minus 2 mal, Achtung, plus 4 ist minus 8. Haben wir also zusammengefasst x² plus 2x minus 8. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.